Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Folge Bus-Simulator. Heute ist Dienstag, Leute. Heute ist schon wieder Dienstag. Die Zeit, die rennt. Das Ende des Jahres rückt immer näher. Und wir werden jetzt mal gucken, dass wir in den nächsten Tagen jetzt hier mal so ein bisschen was in den Bus-Simulator wieder schaffen. Wir haben ja insgesamt noch 3 Strecken, die wir fahren müssen. Dann haben wir das nächste Ziel erreicht und dann schalten wir dementsprechend wieder was Neues frei. Mal gucken, wie das Ganze hier wird. Deshalb, würde ich sagen, wir fahren heute mal mit dem Gelenkbus auf der Strecke 17. Ich habe mal geguckt, ob wir was Neues einstellen können und nö, wir können hier nichts Großes Neues einstellen. Von daher, Fahrt beginnen. So, der Livestream ist zu Ende. Unser Special. Was ist los? Jetzt. Jetzt war da die Bremse drin. So. Und dann haben wir dann mal so ein bisschen den Bus-Simulator auf PC gespielt. Also ist schon witzig. Also muss man sagen. Ja, kann schon Spaß machen, der Bus-Simulator. Halt auch auf dem PC, sowie auf der Konsole. Also das ist schon eine ziemlich coole Simulation, muss man mal lassen. Und dafür, dass das Ganze jetzt für die Konsole gibt, finde ich auch noch faszinierend. Ja, aktuell gab es kein neues Update oder sonst irgendwas. Also da kam natürlich nichts Neues. So, aber wir haben halt in dem Livestream halt viel, viel Quatsch gemacht. Ich habe erst überlegt gehabt, ob ich die Karriere hier weiterspiele oder vielleicht so ein bisschen Multiplayer. Ja, im Endeffekt ist es denn der Multiplayer geworden. Ein bisschen Quatsch mache halt. Ja, aber ja schon ein bisschen was geschafft und das wäre natürlich cool, wenn wir das hier weiter auch so beibehalten können. Ich hätte nicht gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Auch kam die Frage, ja, wie sieht's denn aus? Wie lange spielen wir denn das ganze Projekt hier noch? Also ich habe mir schon vorgenommen gehabt, das Ganze jetzt so weit schon voranzutreiben, dass wir zumindest alle Bezirke freischalten. Oh Gott, das wild. Hier müssen wir deutlich früher bremsen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Dass wir zumindest danke. Alle Missionsziele erstmal erfüllen. Das wäre schon eine coole Sache. So, Standard. Also so sieht jetzt erstmal der Plan aus. Mal gucken, ob es aufgeht. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. So, irgendwie. Fahr doch. Oh. Wenn sie mich über Bordstein fahren, hätte er gleich wieder gemeckert. Oh, was ist da denn los? Das ist ja voll. Oh, naja, toll. Das schaut da ganz gut aus. Ja, so sieht's aus. Ja, auf jeden Fall haben wir dann viel Spaß auf dem PC gehabt. Also der Multiplayer, der rockt schon. Allerdings, muss ich ja sagen, war ich ja ein bisschen verblüfft gewesen, dass das tatsächlich nur 4 Leute zusammenspielen können. Ich meine, besser als nichts, ja. Aber ich habe gedacht gehabt, dass das in der PBS 18 schon deutlich mehr mitspielen können. So täuscht man sich manchmal, ja. Das ist schon.
Mobile, get in touch. Nevermind, the Blowfish. 20.12.2019. Oh, das ist er doch. So, die müssen wir alle außer die Haltestelle hier scheinbar. Wir fahren direkt weiter. Jedenfalls auch auf dem PC habe ich dann mal mit Controller gespielt. Immer dieses Ganze nur einstellen. Muss ich sagen, also da könnte vielleicht Astragon noch ein bisschen nachbessern. Ich habe ja extra hier die Konsolen-Controller hier, also PS4 oder Xbox One. Ja, erwarte ich jetzt schon, stöpsel uns das ran. Und dann geht das Ganze schon von selbst. Ja, leider war es nicht so direkt gewesen. Aber auch dieses Radmenü, was wir ja sonst immer hier so sehen, wo wir dann halt die Quests immer mit abschließen, die gibt es tatsächlich auch auf dem PC. Das weiß ich nicht. So, sieht da, schaut da ganz gut aus. Ja, ist euch denn schon schon ein großer Unterschied aufgefallen jetzt zum Qualitätsmodus oder zum Performance-Modus? Also ich selbst wollte ja mal gucken, aber jetzt irgendwie gerade nicht dran gedacht. Das ist ja jetzt hier der Qualitätsmodus hier, den wir haben hier mit der 4K. Und ich muss sagen, also es läuft halt jetzt nicht schlecht, ne? Also das war knapp. Finde ich ein bisschen blöd, der hätte man irgendwie noch eine andere Abzweigung bauen können. Heieiei. Also der Bus ist nicht ideal hier für diese Strecke. Er bremst total schlecht, ja. Wenn du dann da ein bisschen zu schnell bist.
Unser Bus ein bisschen zerstört jetzt gerade. Nein, ich brauche eine Fahrkarte. Ich bin eingeschlafen. So, Standard. Danke. Muss auf jeden Fall noch neue Fahrer einstellen. Wir brauchen wieder neue Busse. Aber was wir auch machen können, wir können einfach die Busfahrer, die wir haben, einfach abziehen und nur auf eine neue Linie praktisch setzen. Ich glaube, das wäre ist noch ein bisschen sinnvoller, als hier ständig immer neue Busfahrer zu kaufen oder alles was. Oh, wirklich. Das wollte ich doch nicht, immer dieser Randstein. Eine Fahrkarte bitte. So. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Schön. Also der Bus auf jeden Fall, der muss noch mal, der bremst überhaupt nicht, der rollt nur. So, jetzt stehen wir hier wieder natürlich im Stau hier. Sich da am Hafen ansehen. Die Aussicht am Hafen. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Schlafen die dann immer alle ein hier im Bus? Das ist ein bisschen crazy. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln, Standard, Brücke. Danke. Oh Gott. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Danke. Bin wohl heute nicht ganz auf dem Trichter hier.
Update. So, ja, also ab heute bin ich auch übrigens im Urlaub. Ja, also nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt vielleicht ein bisschen weniger Content kommt als sonst. Natürlich schon die ein oder anderen Sachen ein bisschen vorprogrammiert, also voraufgenommen. Und also vorproduziert. Ja, weil jetzt im Fachjargon hier zu reden. Allerdings wird es auch keine News geben, weil ich erst ab den Dienstag, also heute in einer Woche direkt erst wieder da bin. Und ich halt wirklich mal nichts mit dem, weder Laptop oder sowas, sodass ich halt einfach mal ab, so, ne, chillen, aus, weg, erstmal so für eine Woche. Erstmal runterkommen, jetzt so kurz vor Weihnachten nochmal, so bevor der ganze Stress losgeht und so. Ja, wird es halt dementsprechend auch keine Livestreams da geben. Aber ich habe noch vor, einmal den Bus-Simulator hier zumindest nochmal zu streamen, damit wir halt vorankommen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns eventuell dieses Jahr noch ein bisschen was erwartet hier, so rund um den Bus-Simulator. Und das wäre natürlich schon praktisch, wenn wir dann irgendwann, wenn der Cut DLC rauskommt, wir zumindest schon alles freigeschaltet haben. Ich denke mal, das ist Pflicht, also das müsst ihr freischalten. Wahrscheinlich, damit es dann weitergeht. Wo es eigentlich schon ein bisschen unfair wäre, muss man sagen. Weil es ist ja nun mal Payware. Und dann musst du es halt in-game auch nochmal freischalten. Das ist schon ein bisschen frech dann. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Oh, du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Ach ja. Das Problem ist, ich kann nicht mal sagen, wie viele Stationen wir jetzt noch fahren. Sowas wäre zum Beispiel auch noch ziemlich cool, dass man hier irgendwie so einen Fahrplan noch hätte, den man hier eventuell noch einsehen könnte. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Fast Food? Oh Gott. Ach Mensch. Eine Fahrkarte. So, Tag, Standard. Danke. Bitte eine Fahrkarte kommen. Einzeln, Standard. Oh, jetzt ist er schon wieder so voll. Was ist denn hier los? Heute habe ich schon ein sehr hohes Aufkommen hier. Ja, also, das ist ja Wahnsinn. Hier steht ja hier eigentlich nur. Ja. Ich bin mal jetzt gespannt, ob es jetzt so wirklich vorangeht jetzt mit Simulation auf Konsolen. Übrigens ist mir aber auch aufgefallen, dass ich ja damals in der ersten Folge vom Bus-Simulator hier auf der PlayStation erzählt hatte, dass es ja der erste Bus-Simulator ist. Ne? Das stimmt gar nicht.
Der erste Bus-Simulator erschien meiner Meinung nach 86 und 89, irgendwie sowas in den Dreh. Und zwar mit Desert Bus. Damals schon für die Sega Master CD, Sega Mega Drive, irgendwie sowas in der Richtung. Erschien damals schon die erste Bus-Simulation. Also das ist gar nicht der erste Bus-Simulator, der hier für die Konsole erschienen ist. Aber gut, da kann sich wahrscheinlich kaum einer noch dran erinnern. Auf jeden Fall musste ich das aber nur mal so ein bisschen korrigieren hier. Ja. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Und ich muss schon sagen, so grafisch ähnelt es jetzt schon sehr, sehr stark der PC-Version. Also das sieht halt gut natürlich, dass ich das Ganze ja in 4K spiele auf dem PC, also im echten 4K. Ich glaube, das hier ist kein echtes 4K, das muss hochgerendert. Sieht man aber schon, dass das Ganze irgendwie schon der PC-Version recht nahe kommt. Aber die sind wieder letztes Mal schon gefahren, ne? Naja gut, dann müssen wir halt im nächsten Part eine andere Folge fahren. Das ist auch gut. Eine andere Route fahren. Wir haben ja eigentlich nur noch die drei Routen. Wer hat den Müll hier vergessen, Leute? Wer hat den Müll hier liegen lassen? Vielleicht zwei Kaffeebecher? Ja, dieses Rädchen meine ich. Das gibt's wohl, also das gibt's auch auf dem PC. Also das ist schon ziemlich cool. Zweimal Kollision. Eieiei. So, müssen wir mal schauen hier. Ja, also ich mach das jetzt. Ich werde jetzt hier oben. Achso, hier ist schon gar kein Fahrer mehr drauf. Ja, du weg. Du weg. So, und zwar setzen wir jetzt euch hier runter. Die sind wir jetzt auch gerade auf jeden Fall gefahren. So. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, werden wir uns die Linie 18 anschauen, vom Hauptbahnhof zum Hafen Pier 1. Das ist also unsere nächste Aufgabe. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es weitergeht hier. Ich hoffe, dann diesmal unfallfreier. Das wäre natürlich ein Träumchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, unbedingt ein Like dalassen. Freue ich mich drüber. Und so unterstützt ihr mich zudem noch. Und hoffe natürlich, dass wir uns zum nächsten Part wiedersehen. Wenn ja, dann
ja, am Donnerstag dann wieder. Ich verabschiede mich hier. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.